Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir Kapitel 24 erfolgreich abgeschlossen, allerdings mussten wir auch Mikotos erneuten Tod miterleben. Die Szene war zwar ziemlich schön gemacht, aber sie hat mich auf emotionaler Ebene auch kalt erwischt, das muss ich ganz klar sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns heute erwarten wird. Außerdem haben wir auch endlich die offizielle Bestätigung, dass Kamui weder mit Hoshido noch mit Nor verwandt ist, sondern ursprünglich aus Valar kommt. Das haben wir natürlich schon gewusst durch die ganzen Supports. Zumindest das mit Valar konnte man vermuten. Aber jetzt haben wir es eben auch gehört. Ich hoffe einfach sehr, dass es im nächsten Kapitel noch ein bisschen aufgegriffen wird. Weil klar, es war gut in die Szene integriert. Aber wenn es jetzt gar nicht mehr erwähnt wird, dann kam diese Info für meinen Geschmack doch ein bisschen zu kurz. Weil ich meine, die hoshidischen Königskinder haben nichts dazu gesagt, ob sie es jetzt gewusst haben oder nicht. Die Noren waren gar nicht dabei. Und Azura, die ja nun unsere Cousine ist, laut den Infos, die wir bekommen haben, habe ich ja schon vermutet, aber ich wusste es natürlich nicht hundertprozentig. Jetzt weiß ich es. Aber ja, die hat auch gar nichts dazu gesagt, dass wir plötzlich verwandt sind und ob sie das gewusst hat. Deswegen, ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Kapitel nochmal darauf zu sprechen kommen. Oder zumindest irgendwann im Rahmen der Hauptgeschichte, wenn es sich ergibt. Weil das wäre sonst ein bisschen schade. Aber nun gut, gucken wir einfach mal, was Valar sonst noch so für uns bereithält. Kapitel 25. Gezogene Schwerter. Dieser Ort ist ein einziges Labyrinth. Es ist so frustrierend. Du hast recht. Einfacher wäre es, sich aufzuteilen, um das Schloss zu suchen. Ja. Einverstanden. Freunde, wir teilen uns auf. Sobald jemand die Treppe nach oben gefunden hat, treffen wir uns wieder. Listen. Ruft nach mir, sobald ihr die Treppe gefunden habt. Dann werde ich singen, um jeden darauf aufmerksam zu machen. Und wir ziehen alle zusammen weiter. Ah, ich habe sie gefunden. Hey Freunde, sie ist hier drü... Ich bin der vergessene Drache. Der betrogene König. Der begrabene Gott. Was zum Himmel? Im Namen des Königs von Valar verurteile ich dich zum Tode. Gunther! Thank goodness. Ihr kommt wieder zu euch. Den Göttern sei Dank. Ich wurde von einem unglaublich mächtigen Zauber angegriffen. Ich hatte schon so eine Vorahnung. Hört zu, Milady. Der Feind muss den Gang hinunter geflohen sein. Ich werde ihn verfolgen. Bitte wartet hier auf mich und erholt euch. No. Nein, Gunther. Ich gehe mit dir. Zusammen können wir ihn leichter überwältigen. Es gibt da etwas, das ich überprüfen muss. Of course. Einverstanden. Wir gehen zusammen. Well. Ich glaube, dass derjenige, der mich gerade angriff, auch Scarlet tötete. What? Was? Seid ihr euch da sicher? Yeah. Ja. Ich bin der vergessene Drache, der betrogene König, der begrabene Gott. Genau diese Worte habe ich gehört, als Scarlet und ich von der Brücke sprangen. Dann versucht dieser Angreifer wohl, euch zu erwischen, wenn ihr allein seid. Wusste er oder sie vielleicht, dass wir uns aufgeteilt hatten? Unsere ursprüngliche Vermutung mag da nämlich richtig sein, Milady Svenja. Der Angreifer ist womöglich Teil unserer Gruppe. I know, but... Ryoma und du habt das schon mal vorgebracht, aber wir sollten nicht voreilig sein. Scarlet hätte nicht zugelassen, dass wir uns grundlos gegeneinander richten. Scarlet... Ihr habt recht, Milady. Ihr Anblick, bevor sie sprang, mit ihrer angesteckten Blume. Ich will nicht, dass euch das gleiche Schicksal ereilt, Milady. What's that? Bist du das, Svenja? Azura? Azura? Ich wusste nicht, dass du in der Nähe bist. Hm?
Svenja, du siehst blass aus. Du auch, Gunther. Ist alles in Ordnung? Na? Was macht ihr hier, Milady Azura? Der einzige Weg hierher führt durch den Korridor. Es gibt keinen anderen. It can't be. Gunther, sag jetzt nicht, dass du denkst, dass Azura diejenige ist, die... What do you mean? Wovon redet ihr? Was ist passiert? Wir werden angegriffen. Azura, warne die anderen. Sie sollen sofort hierher kommen. Mach ich sofort. Aber, Milady... I'm so sorry. Tut mir leid, Gunther. Ich weiß um deine Befürchtungen. Aber du kennst mich. Du weißt, dass ich nicht anders kann. Ihr könnt nicht anders als an das Gute in jedem zu glauben. Yes. Genau. Und ich werde nicht jetzt damit beginnen, meinen Freunden zu misstrauen. Und jetzt nehmen wir uns den Feind vor. Ich erkenne euch. Ihr seid uns in Hoshido erschienen und habt meine Mutter getötet. Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Meine eigenen Kinder. Gekommen, um mich zu bekämpfen. Und ihr seid auch alle so stark geworden. Das wird eine großartige Herausforderung für meine Fähigkeiten. Was meint ihr damit? Ryoma, ist das etwa... It can't be. Das kann nicht sein. Das ist doch wieder eine Täuschung. Oder ist es wirklich... Vater? Yes. So ist es, Ryoma, mein ältester Sohn. Ich war einst König, aber nun bin ich ein einfacher Diener an Nankos. Mein Thronsturz grämte mich zunächst. Aber nun nicht mehr. Nicht, wenn ich Gegner wie euch vor mir habe. Wie glücklich ich bin, meine Kinder. Wie stark ihr geworden seid. Stark genug, um hierher zu gelangen. Das wird ein glorreicher Kampf. Kommt, zeigt mir euer Können. Zeigt mir, wie gut ihr im Kampf seid. Es war so klar. Muss ich da noch irgendwas anderes zu sagen? Aber ganz ehrlich, die Szene mit Gunther und Azura, wie offensichtlicher will man es noch machen? Wenn der Angreifer in diesem Gang war und wir haben nur Kamui, Azura und Gunther, und Azura ist es garantiert nicht, bleibt nur Gunther. Und Gunther meinte ja auch, die Blume, die sich Scarlet angesteckt hat, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber das heißt ja, dass er mit uns zusammen oder nach uns gesprungen ist. Ich habe die Szene nicht mehr im Kopf, aber wenn er das eben weiß, dann wird es schon so sein. Und dementsprechend war er quasi mit der Einzige, der uns hätte angreifen können beim Fall. Weil alle anderen sind ja, glaube ich, vor uns gesprungen. Und wir waren ja die Letzten. Deswegen, das Spiel macht es schon sehr, sehr offensichtlich, dass Gunther der Verräter ist. Aber nun gut. Ich denke, das wird vermutlich dann erst im nächsten, übernächsten Kapitel oder so enthüllt werden. Also irgendwann, klar, werden mit Sicherheit erfahren, wer der Verräter ist. Was diese Szene mit Sumeragi betrifft, ich habe es ja kommen sehen. Die Sache ist, ich habe keine so extremst emotionale Bindung zu ihm, weil ich ja so gesehen nichts über ihn weiß. Deswegen ist es vermutlich nicht so schlimm, ihn zu bekämpfen wie Mikoto. Aber klar, sie haben schon schön Gebrauch von Anankos Fähigkeit gemacht, Tote quasi wiederzubeleben, in Anführungszeichen, dass sie schön alle wichtigen Charaktere nochmal in Valla einbauen konnten. Also Aret und Mikoto, klar, konnte ich voll verstehen, hatte auch einen großen Effekt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das mit Sumeragi wirklich so gut finde, weil du als Spieler, wie gesagt, einfach überhaupt keine Bindung zu ihm hast. Klar, Ryoma und die anderen, beziehungsweise gerade Ryoma, da könnte man vielleicht ein bisschen was machen. Aber ob ich jetzt wirklich so gut finde, dass sie in jedem Kapitel plötzlich irgendwen aufs Schlachtfeld stellen müssen, sprich erst Aret, dann Mikoto, jetzt Sumeragi, ist vielleicht ein bisschen viel des Guten, ehrlich gesagt, gerade wenn sie eben Charaktere nehmen, zu denen man keine wirkliche Bindung hat, wie Sumeragi. Auch wenn er unser, ja, Vater ist. Nicht unser leiblicher Vater, aber trotzdem. Also weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Wie gesagt, wühlt wahrscheinlich gerade Ryoma ziemlich auf. Ob es unbedingt notwendig gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es kommt zumindest nicht überraschend. Na gut, wir sind hier eingesperrt. Aber hier steht Dunkelheit, also kann ich hier vermutlich irgendwie durch? Ich habe keine Ahnung. Uni-Häuptling und Miyoji. Ja, so das Standardprogramm. Öffnet
ein Schloss auf dem Weg? Also, okay, öffnet dann so eine Tür hier? Ich habe doch keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren. Wenn ich mal so auf die Map gucke, ne, da ist alles dicht. Wie komme ich aus den Ecken da eigentlich wieder raus? Man weiß es nicht. Ich werde es mit Sicherheit herausfinden. Aber wie gesagt, ich mag die Valar-Mission prinzipiell. Da haben wir auch Sumeragi. Mit... Guck ich mir gleich mal an. Ich gucke erstmal alle anderen durch. Also prinzipiell mag ich die Valar-Schlachten, weil sie doch immer sehr interessante Gimmicks haben. Und mir persönlich macht das Spaß. Und ich fand auch die Mission mit Aret und Mikoto eigentlich ziemlich gut gemacht, weil es den Spieler einfach emotional aufwühlt. Gut, Aret vielleicht nicht so sehr, aber trotzdem die Szene mit Azura war natürlich emotional. Und über Mikoto haben wir ja schon genug gesprochen. Inwiefern wir jetzt, wie gesagt, Sumeragi noch gebraucht haben, nach dem Motto, wir müssen noch ein Kapitel füllen, wen können wir noch aufs Schlachtfeld stellen? Sumeragi wäre ganz gut. Aber vielleicht überrascht das Kapitel mich auch. Bin da auf jeden Fall mal gespannt. 47 Angriff. Ich glaube, von dem möchte ich nicht zwingend getroffen werden. Hat sehr stark was von Ryoma. Tatsächlich. Ja, doch, vor allen Dingen so die Haare. Hat auch schon S-Rang bei Waffen. Hat die Kriegerklinge. Halbiert nach dem Kampf Stärke, bis der Träger erneut angreift. Ja, das dürfte also unser S-Rang Schwert sein, was ich gerne Hana geben würde, weil Ryoma hat ja sein Raijinto. Ich finde es interessant, dass er Gangleri hat. War Gangleri nicht eine Waffe, die wir auch hatten? War das nicht sogar die Waffe, die letztendlich auf dem Hoshidischen Marktplatz sich aktiviert hat? Hieß unsere Waffe nicht so Gangleri? Huh. Okay. Dann müssen wir uns erstmal überlegen, wen wir mitnehmen möchten. So. Natürlich so ein paar Einheiten, die ich jetzt vielleicht schon länger nicht mehr dabei hatte. Sprich, Benny kommt auf jeden Fall mit und Elise als Heilerin, weil wir hatten jetzt Sakura und davor hatten wir Forest. Und euch will ich mitnehmen und dazu gebe ich dir auf jeden Fall mal den S-Rang-Bogen. Wo ist der denn? Da. Genau. Boah, aber nimm erstmal deinen Sturzflug. So. Ansonsten... Wen könnte ich noch mitnehmen? Camilla war halt auch schon länger nicht mehr dabei, aber die hat halt auch schon Level 12. Hana nehme ich auf jeden Fall noch mit und Shiro und Siegbert. Ich bräuchte aber auf jeden Fall noch eine zweite Einheit, die vielleicht defensiv noch ein bisschen was wegstecken kann, wenn ich mich so ein bisschen aufteile. Die Sache ist, Oboro will ich vielleicht nicht nochmal mitnehmen. Veluria ist natürlich... Also Veluria ist eine sehr gute Einheit, aber sie hat bei mir... gar nicht mal so viel Verteidigung, wie ich eigentlich angenommen hatte, wenn ich jetzt mal so gucke. Gut, 27, das geht schon. Aber es könnte auch mehr sein. Aber gut, haben wir auf jeden Fall schon mal zwei defensive Einheiten, so ein bisschen. Was Magisches wäre auf jeden Fall auch wieder nicht schlecht. Leo hatte ich beim letzten Mal dabei. Keldori hätte rein theoretisch noch Magie. Ratchat? Ach komm, nehmen wir noch mal Ratchat mit und Ophelia. Ich glaube, Shigori war auch schon länger nicht dabei. Dann würde ich auf jeden Fall Ryoma mitnehmen, weil es ist sein Vater. Gut, von Hinoka und Co. natürlich auch, aber ich glaube, die haben nicht so die krasse Bindung wie vielleicht Ryoma. Wen nehme ich nochmal mit? Kagero vielleicht, falls sie noch Thron sind. Ich habe zwar keine gesehen, aber wer weiß, was da noch so auf uns zukommt. So. Benny ist hier schon mal. Wer ist denn da oben noch? Da ist noch Ryoma, das ist ganz gut. Dann nehme ich mir noch mal Veluria. Pack die hier mit hin. Dann haben wir auf jeden Fall was Defensives. Dann haben wir hier Ophelia. Und Rajat für Magie. Ich habe natürlich jetzt nur einen Heiler mit dabei. Wenn die sich so aufteilen. Huh. Sollte ich vielleicht noch mal einen Heiler mitnehmen, noch einen zweiten? Wenn die sich, wie gesagt, schon so aufteilen. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann nehme ich noch mal Sakura mit. Weil, wie gesagt, wenn die so aufgeteilt sind, habe ich immer so ein bisschen Angst. Huch! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich nur darüber stellen. So. Sprich, Magie, Verteidigung, Sakura und Ryoma zum Draufhauen.
Magie, Verteidigung, heilen und draufhauen, würde ich mal behaupten. Dann werde ich noch mal kurz Siegbert und Shiro trennen, dass ich oben auch mal einen Bogen habe. Hana, ja. Ich glaube, so lasse ich das erstmal. Ich weiß sowieso nicht, wie ich aus meinen kleinen Räumchen hier rauskomme. Das werde ich ja vermutlich jetzt feststellen. Come to me. Ich würde meine Verpflichtung vernachlässigen, testete ich nicht eure Fähigkeiten. Vor dem eigentlichen Kampf müsst ihr es erstmal schaffen, mich zu erreichen. Es gibt 3 Drachenadern. Nur wenn ihr alle aktiviert, könnt ihr zu mir gelangen. Ich freue mich darauf zu sehen, was ihr auf dem Schlachtfeld zu bieten habt. Oh, die bewegen sich. Okay. Boss besiegen. Das ist auch ein interessantes Prinzip, das macht mir nur so ein bisschen Angst. Weil es erinnert mich an die Mission, wo ich ein paar Probleme hatte mit den bewegbaren Plattformen, die sich quasi von selbst bewegt haben. Wie gesagt, da habe ich... Ach, das sind vielleicht die Schlösser hier, oder? Die ich öffnen muss? Okay. Also da habe ich ein bisschen Angst und ich habe auch ein bisschen Angst vor Sumeragi, der offensichtlich ordentlich reinhauen kann. Was ich auf jeden Fall sehr positiv finden würde. Er ist ja offensichtlich besessen von vornherein. Und ja, Mikoto meinte ja schon, ein starker Diener an Nankos. Ist mit Sicherheit auch nicht schön zu wissen, dass der Mann, den man liebt, auch von Nankos kontrolliert wird. Aber, ich bin einfach mal dran interessiert, wenn wir ihn besiegt haben, was er dann sagt. Also ob er dann auch wieder zu Sinnen kommt und, Na komm, machen wir es mal bei Kiragi. Sollen da alle schön drauf. Also ich bin mal echt gespannt, ob wir noch so ein bisschen was über Sumeragi erfahren, weil im Grunde genommen wissen wir ja nichts. So wirklich. Ich weiß nicht, ob da links noch ein Platz ist, wenn ich Kiragi jetzt absetze. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal so stehen, ob hier auch noch in Ordnung wäre. Also gut, wir haben die kleine Szene gesehen, wo er sich eben schützend vor uns geworfen hat und Garon zum Opfer gefallen ist. Aber ansonsten, abgesehen vielleicht von so ein paar Geschichten, die uns Ryoma erzählt hat, wissen wir eigentlich nicht wirklich was über ihn. Dementsprechend, wenn er vielleicht letztendlich wieder zu sich kommt, würde es mich auf jeden Fall interessieren, wie er denn vom Charakter her so ist. Aber ich meine, vielleicht haben sie ihn auch hier nicht einfach nur als Lückenfüller eingebaut, sondern vielmehr, um einfach ihm noch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen was von sich zu zeigen, weil der Spieler einfach überhaupt nichts über Sumeragi weiß. Und anstatt irgendwie das mit Flashbacks oder sonst was zu machen, haben sie das dann versucht, auf diese Art und Weise zu regeln. So, ich muss hier auf jeden Fall mal aussteigen, weil ich weiß nicht, ob das Ding dann wieder zurückfährt oder so. Aber da kommen natürlich schon der und Myoji dran. Du hast 38. Es tut schon weh. Wenn ich mich mit... Ich frage mich, ob ich die vielleicht einfach nur anlocken möchte und dann ruhig riskiere, erstmal wieder zurückzufahren. Wer kommt denn da dran? Da ist der Schwertmeister. Da ist der andere Schwertmeister. Alles klar, ich könnte die beiden Schwertmeister schon mal anlocken. 33 und 36. Das macht natürlich am schlausten erstmal Benny. So. Dann kannst du auch ruhig Shiro zur Unterstützung lassen. Hana rückt mal bitte hier rüber. Das Problem ist natürlich nur, wenn das Ding jetzt wieder zurückfährt, dass Benny dann vermutlich alleine zurückbleibt. Der Vorteil wiederum ist natürlich, ich kann jederzeit in den Vorrat, ich habe aber auch ein Herbstfest, deswegen vielleicht kann ich ihn auch von hier hinten heilen. Magie hat Elysia ziemlich viel. Ich glaube, es ist so ein bisschen davon abhängig, wie viel Magie sie hat, wie weit sie eigentlich kommt mit ihrem Stab. Und ich meine, wir können nicht gedoppelt werden. Sprich, selbst wenn uns der Omiyoji angreift, und es kann uns auch vermutlich nur einer angreifen, ist es nicht ganz so dramatisch. Also das steckt Benny auf jeden Fall weg und in der nächsten Runde sind wir wieder da. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Wie ist denn das hier? Aha. Speermeister. Da kommt noch der Ninja dran. Da auch. Meine Güte. Und bis da kommen dann die anderen.
Alles klar. Es ist so ein bisschen schwierig, wie man sich da jetzt am besten so reinzwängt. 39, meine Güte, was machte das nochmal? Verdoppelt die Kraft der Waffe. Holy shit. Aber nur während Gegenangriffen, sprich wenn ich angreife. Okay. Wie stelle ich mich jetzt am schlausten hin? Wie viel Verteidigung hat Veluria aktuell? 27. Kann ich eigentlich mal so? Wenn ich mir Siegbert nehme, müsste ich doch eigentlich mehr Verteidigung bekommen als bei Shigure, oder? Wobei, nee, da gebe ich ja nur Shigure ab. Moment, andersrum. Wenn ich da Veluria abgebe, dann kannst du hier warten und dann mal gucken. Aber wo stelle ich sie jetzt am schlausten hin? Auch wieder auf das erste Feld einfach. Dann kommt Ninja dran und die Speermeister. Und auch hier habe ich natürlich Sakura mit dem Herbstfest. Ich könnte natürlich aber auch versuchen, die hier drin erstmal anzulocken, nämlich so. Da habe ich jetzt 29, das ist schon mal ein bisschen mehr. So, Felia bleibt hier, Sakura bleibt hier und ihr beide könnt euch auch wieder trennen. Ich brauchte nur ein bisschen Platz. So, und jetzt mal gucken, was passiert. Ob die sich überhaupt so locken lassen, wie ich mir das vorstelle. Weil ich muss erstmal selber gucken, wie die Plattformen sich bewegen. Ob die jetzt dauerhaft dort bleiben, ob die wieder zurückfahren, ob die in eine andere Richtung fahren. Und was die Gegner so machen. Das weiß ich natürlich noch nicht so hundertprozentig. Der erste Zug ist für mich sowieso immer so ein bisschen experimentell, um zu gucken, wie die ganze Map so funktioniert. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, bis ich begriffen habe, wie die Map funktioniert. Oder es zieht sich so komplett durch, dass ich mir so ein bisschen unsicher bin, wie beim letzten Part mit den Türen. Aber prinzipiell, sobald ich einmal ungefähr eine Idee habe, wie das Ganze funktioniert, geht's eigentlich. Und so bekommen wir ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden. Veluria bekommt noch einen kleinen Boost von Siegbert in Sachen Verteidigung. Das passt auf jeden Fall. Und ein Level-Up, sehr schön. Also wie gesagt, ich bin mir auch echt unsicher, was ich über dieses Sumeragi-Kapitel halten soll. Einerseits freut es mich natürlich, dass wir nicht so viele Lückenfüller-Missionen haben. Sprich, dass wir wirklich namenhafte Charaktere auf dem Schlachtfeld haben. Oh, es bewegt sich nicht. Das ist gut zu wissen. Hätte ich gedacht, dass es zurückgeht. Nee, also das ist auf jeden Fall ziemlich gut, dass wir nicht so viele Lückenfüller haben mit irgendwelchen random Bossen, die man gar nicht haben möchte. So, dich kann ich schon mal abschießen. Wow, die Qual der Wahl. Also Ophelia tötet einfach alles. Wunderschön. Gut, Ophelia ist echt OP, meine Güte. Ist schon fast mit meine beste Einheit, so vom Angriffswert, habe ich so das Gefühl. Die nietet alles um, ob sie doppelt oder nicht. Ja, so wie gesagt, finde ich eigentlich gut, dass wir nicht so viele Missionen haben, wo einfach irgendwie random Kinshi-Ritter als Boss ist, weil es für mich irgendwie auch so ein bisschen die Dramatik unterstreicht. So, Veluria kann mal ruhig weitermachen, aber ruhig mit der Bestienrune, weil ich will nicht unbedingt Verteidigung einbüßen. Das könnte fatal werden. Also, gerade wenn es so aufs Finale zugeht, klar, dass es hier und dort mal eine Lückenfüller-Mission gibt, die haben ja auch quasi ihre Generäle, die vielleicht nicht zwingend namenhafte Charaktere sind. Das finde ich okay, aber ich finde eigentlich sehr schön, dass sich das wirklich in Grenzen hält. Du könntest gegebenenfalls drankommen, aber du bist auch der Einzige. 27, oh, ist nicht so dramatisch. Kann man mal machen. Und deswegen mag ich das schon, dass sie wirklich in jedem Kapitel was Neues bringen, in jedem Kapitel irgendwen anderes in den Vordergrund rücken und wirklich in jedem Kapitel so ein bisschen Dramatik einbauen. Das ist mir wesentlich lieber, als wenn wir kurz vorm Finale sind und ich muss dann, wie gesagt, gegen irgendwelche komischen Leute kämpfen, die überhaupt nicht wichtig sind, von denen ich noch nie gehört habe. Das finde ich auf jeden Fall gut. Definitiv. Aber ich weiß nicht. Also ich frage mich sowieso, was noch so kommen wird. Ich würde, wie gesagt, vermuten, Gunther ist der Verräter und gegen den müssen wir noch kämpfen. Garon könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Wer kommt da jetzt noch dran? Der Ninja. Aha. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, das reicht leider ganz knapp nicht. Aber ich glaube, mehr Angriff
Plus 3 wird vermutlich auch nicht reichen, ne? Aber wenn ich hier stehe und den Onmyoji angegriffen habe, dürfte ja eigentlich abgesehen von dem Ninja hinter Benny sowieso nichts mehr kommen. Und dann kann Rajat einfach schießen. Und Elise kann auf jeden Fall auch heilen. Deswegen kann man das auf jeden Fall auch mal machen. Das passt schon. Benny hält ja auch magiemäßig so ein kleines bisschen was aus zumindest. Aber wie gesagt, inwiefern jetzt Sumeragi wirklich in das Kapitel rein musste, weiß ich nicht. Also klar, schön, was über seine Vergangenheit zu erfahren. Schön, dass es keine Lückenfüller-Mission ist. Aber ich habe einfach nicht so die Bindung zu ihm wie zu Mikoto und Arete. Deswegen bin ich einfach gespannt, wie das Ganze so werden wird. So, da unten würde der eine Ninja, wenn dann dran kommen. Der macht 31 Schaden. Ich habe 18 Verteidigung. Doppelst du mich? 26? Nee, ganz knapp nicht. Sprich, ja, das geht. Habe ich irgendwie... Moment, muss ich mal ganz kurz gucken. Na, Verteidigung minus 5 will ich vielleicht lieber nicht. Aber du gibst nur Resistenz, ne? Okay. Nehmen wir mal das Illusions-Yumi ruhig. Gut, die Resistenz brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber zumindest, dass ich meine Verteidigung nicht senke, das muss wirklich nicht sein. Ich würde zwar gerne den anderen Bogen mal im Einsatz sehen, da haben wir Mikoto zwar schon gesehen, aber trotzdem. Aber nicht für diesen Preis und nicht in dieser Situation. Aber wie gesagt, ich lasse mich einfach mal überraschen, was nach dem Kapitel noch so passiert in Bezug auf Sumeragi. Zumindest hat es mich jetzt nicht so nahelig überrascht, dass er vorkommt. Gut, und Rajat könnte sich sowieso jederzeit irgendwo hinporten. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so, bevor ich mich da jetzt reinschmeiße und ja, dann mein blaues Wunder erlebe. Die Wände sehen aber sehr interessant aus. Also wir kämpfen uns hier quasi so ein bisschen vom Wald draußen in den Keller und dann durch das Schloss so ein bisschen durch zum Thronsaal, würde ich behaupten. Und hier sind alles so sehr schöne Verzierungen an den Wänden. Wobei, schön ist relativ. Ich fühle mich manchmal etwas angestarrt von den Wänden. Aber ja, ich sehe da halt voll das Gesicht in diesen Säulen. Mit Bart. Ist ganz furchtbar. Guckt da bitte nicht hin, sonst seht ihr es gleich auch. Und dann kann ich die Mission irgendwie nicht mehr ernst nehmen. So, Dalle. Benny kommt da logischerweise erstmal nicht weg. Heißt, ich beseitige erstmal den Meister Ninja. Das ist ja nun kein Problem bei einem KP. Autsch. Dass Kiragi da keinen Kopf kürzer ist, so wie Benny die Lanze schwingt. Aber das ist jetzt 25, oder? Ja. Sprich 26. Könnte noch mal irgendwer kommen? Hier kommt ja eh keiner an mich dran, ne? Dumm, die dumm. Gucken wir doch mal, wie der Verfolger aussieht. Ja. Dass der den überhaupt halten kann und nicht umkippt bei der Größe. Oder sich ein Auge aussticht mit dem Flügel. Aber schön. Muss sich Kiragi gar nicht schlecht fühlen, dass er keinen Fujinyumi hat. Also ich bin echt gespannt. Wir hätten noch ein Kapitel quasi auf jeden Fall für irgendwen anderes. Du kommst dran. Na, ihr kommt beide dran. Dann warte ich nochmal eine Runde. Und dann hätten wir nochmal... Gut, dann ist die Frage, nimmt ein Landkost ein oder zwei Kapitel in Anspruch? Aber es ist echt krass, wie sehr wir uns dem Ende entgegenneigen. So, wenn ich dich mal mit demarkiere. Und wer kommt da noch dran? Der Typi. Okay. Du kommst garantiert auch da überall dran. Ich glaube. Ich habe eine Doppelverteidigung voll. Ich will die mal noch ein bisschen mehr in meine Richtung gerade locken. Denke ich. Wie viel Angriff hast du? 27. Da muss ich auf jeden Fall mal kurz Ophelia wegbewegen. Und Sakura. So, dich lasse ich hier stehen. Wenn er blöd genug ist, dich anzugreifen, weil sie sich ja wehren kann, deswegen glaube ich nicht, dass er das machen wird, dann kann er das gerne tun. Natürlich nicht. Alles klar. Also ich bin echt mal gespannt, wer uns in den nächsten paar Kapiteln noch begegnet. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es ein sehr komisches Gefühl. Ich habe mich so lange mit den ganzen Kinderquests aufgehalten, was auch sehr schön war.
Und habe dann gedacht, ja gut, dann das Finale halt, also die ganzen finalen Missionen. Dann hatten wir Aret und noch mehr Aret und noch mehr Aret und Mikoto und ich glaube irgendeine Zwischenmission auch noch. Und jetzt sind wir Sumeragi und Kapitel 25 und so extrem viel, ouch, kommt da gar nicht mehr. Wir stehen eigentlich kurz vor Anankos. Und da bin ich echt sehr gespannt, wie das Ganze werden wird. Zum einen, es wurde immer noch nicht über Kamuis Herkunft gesprochen, was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde, dass es einfach so hingenommen wurde. Jetzt so im Nachhinein. Also ich hatte wirklich gehofft, dass es heute nochmal angeschnitten wird. Aber so ist natürlich ein bisschen blöd. Du kommst überall dran. Sprich, dich kann ich da oben dann anlocken. Also wie gesagt, ich fand das in die Szene eigentlich gut integriert. Wie viel Angriff hast du? 38. Und war dann doch so ein bisschen traurig, dass es jetzt heute scheinbar auch gar nicht mehr irgendwie eine Rolle spielt. So, Elise kann dich auf jeden Fall anlocken, denke ich. Man sieht sich zumindest da oben. Deswegen, also ich fand die Szene auch so gut gemacht, weil ich auch einfach davon ausging, dass es dann im nächsten Kapitel eine Rolle spielt, dass es jetzt erstmal überhaupt angesprochen wurde und dass es dann im nächsten Kapitel eben weiter ausgeführt wird. Dahin bitte. Es hat mich so ein bisschen gewundert, dass es einfach ganz normal weiterging. Weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass Azura das gewusst hat, dass wir verwandt sind. Sie hat ja sowieso gefühlt alles gewusst. Da kommen die ganzen Ninjas dran, okay. Auch da drin. Aber ich hätte halt wirklich gerne ihre Meinung dazu gehört. Also ich meine, wenn dir plötzlich gesagt wird, du kommst eigentlich aus Valla und das Mädchen, was da neben dir steht, ist deine Cousine. Ich weiß nicht, also da reagiert man doch irgendwie drauf. Deswegen fand ich es irgendwie so ein bisschen seltsam, dass, naja, Azura das einfach so hingenommen hat und die beiden dann auch einfach, ja, die Treppe gesucht haben zusammen, ohne mal drüber zu sprechen. Ich meine, gut, vielleicht haben sie es einfach beiseite geschoben und wollten das dann irgendwie später besprechen, weil es ist ja auch nicht wirklich irgendwas, was alles ändern würde. Wären die beiden verheiratet, okay, wäre vielleicht ein bisschen strange, aber gut, Cousine, Cousin ist jetzt ja nicht so schlimm. Wie vielleicht, wenn sie Geschwister wären. Aber ich meine, gut, es gibt vielleicht nicht zwingend die Notwendigkeit, da jetzt ganz dringend drüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir zumindest irgendeine Reaktion in diesem Kapitel gewünscht. Weil das letzte, wie gesagt, fand ich voll okay, so die Szene, wenn sie es jetzt hier mal angesprochen hätten. Gerade das mit Azura und Kamui und auch die hoshidischen Geschwister, die haben da gar nichts zu gesagt. Ich meine, oh, jetzt fährt es weiter, jetzt wo wir weg sind. Oder erst nach ein paar Runden. Naja, aber ich meine, so am Anfang des Spiels wurde ja immer gesagt, ja, hier, deine wahre Familie und so. Und es ist gar nicht meine wahre Familie. Im Grunde genommen ist Noah viel mehr meine wahre Familie, weil ich da viel mehr Zeit verbracht habe. Ich bin mit beiden nicht blutsverwandt, aber ich habe viel mehr Jahre in Noah verbracht als in Hoshido. So oder so, dafür, dass Hinoka und Co. am Anfang so ein Theater deswegen gemacht haben, gerade auch, wenn man dann Noah spielt und dann plötzlich alle meinen, ja, Verräter, Verräter, wie kannst du nur? So, locken wir dich mal an. Wir sind deine wahre Familie und so weiter und eigentlich, ne? Also deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass die hoshidischen Königskinder da mal irgendwie drauf reagieren. Ich meine zu wissen, dass Ryoma es aber weiß. Ausgezeichnet, dann habt ihr aktiviert, fehlen noch zwei. Okay, also ich meine, ich weiß nicht, ich meine zu wissen, dass Ryoma das wirklich weiß, wird wohl auch im Support gesagt, dann im S-Support vermutlich, weil ich habe immer die ganzen S-Supports auch angehört, zwischen Kamui und Xander, Kamui und Ryoma und so, weil ich das eben ganz interessant finde. Ich meine, er ist auch der Älteste, also er wird sich vermutlich auch daran erinnern, wie wir nach Noah gekommen sind. So. Da sind die ganzen Ninjas. Will ich die jetzt mal anlocken? Ich vermute schon fast ja. Dann kann ich nämlich hier auch noch ein bisschen aufrücken. Aber noch nicht ganz runter von dem Ding. Die Sache ist, fahren die jetzt weg oder nicht? Also ist es wirklich rundenbasiert oder fahren die erst weg, wenn ich komplett runtergegangen bin? Ich tippe mal auf Letzteres. Aber ja, ich hätte mir auf jeden Fall von Azura und den hoshidischen Königskindern irgendeine Reaktion gewünscht, jetzt in diesem Kapitel. Und halt auch von den norischen Königskindern, weil ich meine, die haben die ganze Zeit mit den Hoshiden quasi konkurriert.
versucht irgendwie das auszugleichen, dass die eben nicht blutsverwandt sind. Und naja, ne, jetzt erfahren sie, oh, die waren eigentlich gar nicht blutsverwandt. Also, dass sie da vielleicht irgendwie drauf reagieren. 42% Crit-Wahrscheinlichkeit. Aber da könnte ich gecritet werden, das ist doof. Shiro? Ja, Shiro könnte zwar auch gecritet werden, aber der bekommt wenigstens keinen Schaden. Also ja, die Szene an sich fand ich gut, fand diese Information da gut eingebunden. Ich kann jetzt aber im Nachhinein auch verstehen, warum manche Leute die Szene nicht so gut finden, weil eben im Nachhinein nicht mehr drüber gesprochen wird. Das ist dann leider doch irgendwie verschenktes Potenzial. So, und hier fahren wir dann hierhin. Ja. Das heißt, wir versammeln uns aber erstmal vor dem Steinblock, bevor ich da wieder drauf trete. So, dass auch alle schön beisammen sind. Aber wie gesagt, ich lasse mich einfach überraschen. Zumindest muss man ganz klar sagen, dass Offenbarung für mich persönlich das spannendste Endgame bislang hat. Wobei, sagen wir mal anders. Die Schlachten finde ich eigentlich am spannendsten, weil da so viele spannende und wichtige Charaktere rumstehen. Ob ich das von der Story her wirklich am besten finde, weil das Xander-Elise-Kapitel zu toppen ist echt sehr schwer. Aber zumindest, sag ich mal, passiert am meisten zumindest. Habe ich so das Gefühl. So. Die Sache ist, ich habe aktuell 27 Verteidigung. Will ich mich da reinstellen? 43! Bist du des Wahnsinns! Autsch. Aber solange ich hier bin, kommen nur die Ninjas an mich dran und die machen mir maximal 31. Was ich mich gerade frage. Ja, die treffen schon halbwegs gut. 10 Schaden bei Kagero. Aber du hast auch nur 29. Sprich, ein bisschen mehr bei den anderen beiden. Hast du auch so einen enormen Angriff? Ja. Meine Güte. Da so ein bisschen Angst. Kommt ihr alle da unten dran? Ich glaube schon. Oh, wie mache ich das am schlausten? Weil mich da jetzt reinzustellen, ich habe so ein bisschen Angst vor den 43er-Typen. Hat Siegbert irgendwas? Ein Langspeer hättest du. Kannst du damit irgendwas machen? Du bekommst 8 Schaden, rein theoretisch. Nimm mal den Langspeer. So, du hast 21 Verteidigung. Sprich, hier würdest du dann rein theoretisch 8 Schaden nehmen. Und hier dann quasi nochmal 2x 10, aber 28 Schaden. Ginge eigentlich. Und einen Angriff würde ich auch abwehren. Allerdings werde ich natürlich auch geschwächt. Ich könnte aber natürlich auch zwischendurch heilen. Also ich könnte ihn anknacksen, mir würde auch nichts passieren, aber dann müsste ich natürlich die anderen Angriffe auf jeden Fall mitnehmen. Plus in der nächsten Runde, klar, den wehre ich jetzt ab, bekomme ich aber alle 3 ab. Das ist doof. Ich weiß auch nicht, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, ob ich dann vielleicht so ein bisschen blockiere, dass ich dann Ryoma hier angreifen lassen könnte. Da müssen wir im nächsten Part auf jeden Fall mal schauen. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.